Du musst gerade mal anmoderieren, ich habe noch den Mund voll. Ah, hi. Ja. Machen wir ein neues Filmchen? Ja, muss sein. Okay, stopp, dann müssen wir zurück. Also, wir gehen Eisenbahn und Modellbau gucken und mal gucken, was uns so erwartet. Genau. Und warum er anmoderieren muss, weil ich einen Mund voll hatte. Weil ich ein Krambrötchen gerade vergessen habe. So, was auch alles so möglich ist, das Ganze mit den Texturen zu spielen und zu arbeiten, Wasser nachzumachen, verschiedenes Gelände und Terrain, und es ist einfach nur cool. Egal wo man hinsieht, man entdeckt immer wieder was, und ich persönlich finde es halt einfach auch sehr schnuckelig und sehr schnuff. Und sehr, sehr süß ist das. Oder hier. Total toll. Mit den Hufschmieden. Ist schon süß gerade eben. Also ich finde das wahnsinnig putzig. Oder Hütehund. Und da drüben fährt die Eisenbahn wieder. Für die, die es nicht sehen sollten. Da. Ja. Wir gehen mal weiter schnüstern. Das ist aber Holland, Politik, also Polizei, ja. Holland. Aber ich finde das trotzdem so ein schönes Detail mit dem Pferdeanhänger von der Polizei. Das habe ich so auch noch nicht gesehen, dass es dazu Modelle gibt. Oder hier mit den Vögeln. Wer entdeckt den Reiter im Baum? Nein. Da ist er. Sehr geil gemacht. Sehr toll. Also, wir hatten gerade eben schon, findet den Reiter im Baum. Jetzt haben wir, findet Georg Dragon in der Masse. Also, ich habe ihn gefunden. Und da blinkt es wieder. Da ist er! Guck, da ist er! Hi! Das ist ja die Koordination. Okay, also Koordination müssen wir nochmal, glaube ich, üben. So, jetzt ziehen wir das, glaube ich. Langsam fahren ist jetzt Trick dann, ne? Ja, langsam ist langweilig. Ja, das funktioniert noch mal nicht. Ja, ich brauche ja keine.
Also in so einem Modellbau gibt es ja echt alles. Ja, sehr, sehr schön. So, hier ein kleines Rätsel für euch. Wer findet den Fehler richtig? Der Klaas-Anhänger ist kein klassischer Ladewagen im Sinne eines Ladewagens. Ihm fehlt der Pickup, sondern der hat eine normale Deichsel. Ist zwar eigentlich anders angedacht, aber dem fehlt der Pickup. Also kann er das so, wie es hier angedeutet wird, gar nicht aufnehmen. Hier ein Schweinestall. Was entdecke ich denn da? Guck mal. Habe ich so noch nie gesehen. Renault Bus. Baureihe. Ich behaupte, es ist ein JE als Leichenwagen. Das ist ja mal super interessant. Wieder was dazugelernt, was es offenbar in Deutschland nicht gibt. Es blinkt, es glitzert nicht, aber es blinkt. Es blinkt ganz viel sogar. Es ist einfach nur cool. Fleißig am Fotos machen. Was haben wir wieder an? Trotzdem, die Anlage, du hast ein Beispiel, dann haben wir das gemacht. Das nächste Mal, das nächste Mal,
Wir sind am Suchen. Stimmt's? Oh, furchtbares Hobby. Furchtbar, kann ich euch sagen. Ja. Geht weg. Inzwischen bin ich zum Halterinchen abkommandiert worden. Ich darf festhalten. Also ja, von daher. Ja, furchtbares Hobby. Ja, schlimm. Komm, wenn man so einen gewissen Zeitraum hat, wo man dann sucht, das ist dann noch schlimmer. Also kurzum, das Sammler- und Modellbau-Gen, das ist so ein Dragoner-Ding. Offensichtlich. Ja. Also, einer der beiden fährt wieder, die andere noch nicht. Da versuche ich das gerade irgendwie auszufinden, dass sie wieder fährt. Ja, wir schon hinkriegen. Ja, irgendwie. Nee. Ja, zumindest ist es ein Pferd. So, Fazit? Ausbaufähig. Also ist cool, ja, aber ausbaufähig. Gut, die macht das jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal oder so? Das weiß ich nicht. Diese Ausstellung? Also das erste Mal jetzt hier. Lange machen sie es auch noch nicht, also von daher. Sehr cool und die Ausbeute war auch sehr schön. Cool, mein lieblicher LKW. Ja. Da ich ja, es geht ja immer um die Zeit, ne? Wir bewegen uns ja immer in den 1980ern bis Ende 1999. Passt ja sehr schön. Mercedes Rundhauber, THW, passt immer. Und ein MAN-Bus, den es heute so gar nicht mehr gibt. Der wird noch fertig zusammengesetzt und dann kommt er in die Sammlung. Genau. Wie war dein Eindruck? Ich fand's schön. Ja? Ich fand's schön. Das hat ein bisschen was von Spielspaß und Schlaraffenland gehabt. Ich bin für sowas allgemein so begeistert. So Modelle, auch Miniaturland. Wer das Leerhafer? Der dieses Miniaturwunderland, was es ja hier auch gibt, das ist. In Leer ist das, genau. Oder da waren wir noch nie. Nee, aber ich war mit der Jungfrau damals da, das fand ich auch schon so, ist auch ein Besuch wert. Könnten wir auch mal hinfahren. Schauen wir mal. Ja, mal gucken. Also, bis zum nächsten Mal.